Hallo und herzlich willkommen zu einem Info-Video zu The Division. Ja, wir sind alle ziemlich gespannt drauf und ein gutes Stück wird ja am 8. März released, aber vorher steht noch eine Beta an. Und zwar startet die für Xbox-Spieler am 28.01. und für PS4 und PC-Spieler am 29.01. und geht dann bis zum 31. Ich werde dabei sein und ja, wenn ich darf, werde ich euch mit Material versorgen. Ich weiß noch nicht, ob die NDA aufgehoben wird, geliftet wird, ob ich davon Material versenden kann. Aber ja, das ist ja so die Frage, ne? The Division ist ein AAA-Titel und er wird halt ziemlich teuer sein. Originalpreis ist normal 60 Euro oder ihr kauft die Gold Edition, also inklusive Season Pass, für 90 Euro und da kann ich euch schon weiterhelfen, denn unter dem Video, wenn ihr auf mehr Anzeigen klickt, findet ihr Links, wo ihr jede Masse Kohle spart, ja, und das Spiel trotzdem erhaltet. Und ja, es gibt natürlich mit Sicherheit den einen oder anderen Shop, wo es noch günstiger ist, aber hier weiß ich, dass ich das Game bekomme. Oder wenn irgendwas nicht klappt, erhalte ich mein Game zurück. Das ich leider nicht von allen Shops behaupten kann. In der Vergangenheit hatte ich halt ab und zu mal Probleme. Und das ist jetzt der Shop meines Vertrauens geworden. Ja? Des Weiteren kann man sich auch einen Beta-Zugang erkaufen. Ja? Okay, der Zugang kostet 3 Euro hier unten in dem Link. Und ja, ihr sagt jetzt, wozu soll ich eine Beta kaufen für 3 Euro? Bin ich denn bekloppt? Ja, aber Leute, ihr seid doch hier, weil euch das Spiel interessiert. Und ganz ehrlich, was ist denn besser? Ihr gebt 3 Euro aus, habt ein Wochenende Spielspaß und wisst, was ihr kaufen wollt und könnt euch dann entscheiden. Ja? Und falls es euch nicht gefällt, habt ihr jede Masse Kohle gespart. Und ansonsten, falls es euch gefällt, dann habt ihr die 3 Euro ausgegeben. Und jetzt erzählt mir nicht, wenn ihr in der Zeit unterwegs wärt draußen, ja, ihr geht, was weiß ich, zu McDoof und schiebt euch ein paar Burger in die Birne, dann sind die 3 Euro ebenso in der gleichen Zeit ausgegeben. Also von dem Preis her, denke ich mal, würde das gehen. Link für den Beta-Key zu erhalten, gibt's hier unten drunter auch, ne, angegeben. So, und jetzt erzähle ich aber mal mehr zu Division selbst. Denn ich habe schon ein paar Infos zusammengetragen, kreuz und quer belesen und ja, werde die jetzt mal zum Besten geben. Was ist Division eigentlich? Division ist kein reiner Shooter, sondern eher ein rollenspielbasierter Shooter. Es gibt Rollenspielelemente und es gibt Shooter-Elemente. Zum Beispiel von Shootern kennen wir zum Beispiel wie aus Call of Duty Perks. Ja? Rollenspielelemente, Skills, Talente, ja, à la WoW quasi. The Division ist solo spielbar, ist aber eher ein Multiplayer-Game, weil er in der Gruppe mit maximal 4 Mitgliedern gezockt werden kann. Die Spielwelt besteht aus 21 Zonen, wobei es 15 normale Zonen gibt und 6 Zonen in der Dark Zone. Ziel des Spiels ist es, seinen Charakter nach seinen Vorstellungen zu formen, zu entwickeln und dementsprechend mit Ausrüstung zu versorgen. Okay, dann die Zonen selber. Sprechen wir über die Zonen. 15 normale Zonen, was heißt das? In den 15 Zonen, die sind quasi alles PvE-Gebiete. Ja? Da könnt ihr Missionen annehmen. Und dafür gibt es halt dann immer eine Belohnung, irgendeinen Ausrüstungsgegenstand oder es sei denn, der nächste Gegner wird euch freigeschaltet, von dem ihr wieder einen fetten Gegenstand erhaltet. Ja? Und ihr könnt euch die Zonen so vorstellen, die sind nicht linear, nur ein Ziel, eine Strecke, sondern ihr kommt quasi in ein Gebiet rein, stellt euch vor, WoW, ihr betretet das Brachland. Ja? So, und dann steht da bei euch auf dem Bildschirm, für Spieler von Level 4 bis Level 6 geeignet. Das heißt nicht, dass ihr nicht vorher da reingehen könnt, aber ihr könnt jetzt abwägen, ist das das richtige Spielgebiet für mich? Bin ich hier zu früh? Oder ist das schon alles viel zu low für mich? Ja? Also die Zonen sind aufgeteilt, 15 verschiedene Zonen.
wenn ihr so eine Zone betretet, steht auch immer das Level da dran. Und diese Zonen sind PvE-Zonen. Hier seht ihr nur euch selber und die Spieler in eurer Gruppe. Es gibt natürlich verschiedene Shops, die ihr ansteuern könnt, und da seht ihr andere Spieler, ja? Ihr könnt sie aber nicht bekämpfen. Der einzige Kampf gegen andere Spieler findet in der Dark Zone statt. Und die Dark Zone ist aufgeteilt wieder in 6 verschiedene Zonen. Und dort trefft ihr dann auf Mitspieler, vielmehr auf Gegenspieler meistenteils. Von so eine Dark Zone, die besteht aus 20 bis 25 Spieler. Ja, und das repräsentiert auch quasi direkt das Endgame. Hier gibt es auch die beste Ausrüstung, die besten Waffen. Das ist quasi das Endgame. So, jetzt wisst ihr Bescheid über normale Zonen, über PvE-Zone, Dark Zone. Ihr könnt euch halt das Gebiet aussuchen, wo ihr hingehen wollt, könnt abwägen. Ja, und ja, damit werden schon mal die Zonen soweit erklärt. Dann gibt es halt ein Skillsystem. Skillsystem könnt ihr euch auch, ja, ich sag immer WoW vorstellen, ja. Es gibt mehrere Skilltrees, 3 verschiedene Skilltrees gibt es. Die teilen sich auf in Medical, ein Tech Tree und ein Security Tree. Security Tree. Ein Security Tree. Also ein Baum. Sicherheitsbaum sozusagen. Ihr könnt 3 Skills benutzen. Ja, es gibt mehr Skills. Ihr könnt euch 3 Skills aussuchen, wobei es da 2 normale Skills zu nutzen gibt und ein Super Skill, quasi, sagen wir mal, ein Ultimate Skill. Ja? Und ihr könnt auch Skills aus verschiedenen Skillbäumen miteinander kombinieren. Ja? Skills haben wie bei anderen Games auch einen Cooldown. Ja? Sprich, wenn ihr eine Fähigkeit benutzt habt, habt ihr eine gewisse Sekundenanzahl einen Cooldown drauf. Wie bei WoW, League of Legends oder sonstiges. Ne? Spezielle Skills, immer einen Cooldown. So, und jetzt zeige ich euch mal die Tabelle mit den Skills. So sieht sie aus. So, 3 verschiedene Skillbäume. Medical Skillbaum, Tech Tree Skillbaum, also Tech Skillbaum und Security Skillbaum, ja. Ich werde euch jetzt nicht alle Skills einzeln vorlesen, ja. Wir gehen nur mal grob drauf ein. Also dürfte auch verständlich sein. Ja, die Skills aus dem Medical Baum sind zur Heilung. Beim Tech Skillbaum sind Turrets, Bomben, Minen und so weiter drinne. Und beim Security Skillbaum so Schilder, ja, Schutz ist da vorhanden. So, wie gesagt, ihr könnt auch verschiedenste Skills, also aus Medical Baum und Tech Baum miteinander kombinieren oder sowas. Das bleibt euch überlassen. So, wenn ihr lesen wollt, drückt mal Pause, denn ich mache hier weiter, ich lese nicht alle Skills einzeln vor, klar. So, nächste Rubrik. Nächste Rubrik sind die Talente. Talente sind passive Bonis. Ja? Etwa wird der Crit-Schaden erhöht, die Crit-Chance erhöht, unser Schaden wird erhöht und die sind levelabhängig. Also maximal 4 Stück. Je nach Level könnt ihr nutzen von den insgesamt 24 Talenten. So, und die werde ich euch jetzt hier auch mal alle aufzeigen. So. So, also jede Menge Talente, wie ihr seht. Ja, auch wieder 3 Bereiche. Medical, Tech und Security. Die könnt ihr wirklich nur lesen, glaube ich, wenn ihr auf Vollbild schaltet. Aber sonst kriegst du nicht alle auf dem Bildschirm. Ja, und da sind wirklich interessante Sachen bei, wie zum Beispiel, ne, bei Tech-Trie, dritte Tech-Support, töten wir einen Feind, während ein Skill aktiv ist, verlängert sich die Dauer aller aktiven Skills um 10%. Ja, also sehr coole Sachen. Leider dürfen wir uns nur 4 Stück aus den ganzen Haufen aussuchen. Ja,
ist natürlich ein bisschen begrenzt, das Ganze. Ja, und das macht nachher mit Sicherheit den Reiz aus, das richtige Talent, die richtigen Skills, alles zusammenstellen. Ja. Ne? Also ein ganzer Haufen Talente. Ja, ich denke mal, wird sehr interessant. So. Und jetzt kommen natürlich noch die Perks. So, was sind Perks? Perks sind passiv. Ebenso wie die Talente. Wozu brauchen wir die? Dadurch kriegen wir ein größeres Inventar, haben mehr Platz für Granaten und sowas in dem Dreh. So, aber anders wie bei Skills oder Talenten können alle Perks gleichzeitig benutzt werden. Ja, das ist natürlich ein immenser Vorteil. Skills maximal 3, Talente maximal 4, aber alle Perks gleichzeitig können wir benutzen. So, und dazu gibt es natürlich auch wieder eine wunderschöne Liste, die ich euch jetzt zeigen werde. Wobei, da sind noch nicht alle vorhanden. So, hier seht ihr mal alle Perks jetzt aufgelistet. Die sind noch eine Nummer kleiner, ja, tut mir leid, ihr braucht eine Lupe, ja, aber mehr haben hier nicht reingepasst, ja. Mussten noch eine Etage kleiner machen. Und die sind halt alle verwendbar. Wobei es natürlich hier auch Perks gibt. Hier zum Beispiel Medic-Bereich. Ja, die sich gegenseitig aufheben durch Stufe 2, Stufe 3, sowas, ja. Aber das sind jetzt alle Perks, die bis jetzt bekannt sind. Es gibt wohl noch welche dazu. Wie viele genau kann ich nicht sagen, welche kann ich nicht sagen, ja. Aber hier habt ihr mal wieder so einen groben Überblick über die Perks und was man damit anfangen kann. Natürlich wieder aufgeteilt in drei Bereiche, Medical, Tech und Security Part. Ja, so. Das lag mir sehr am Herzen. Und ja, jetzt kennt ihr alle drei Bereiche, aber das hier, Mikrotransaktionen. Ja, das war die große Frage, ja. Gibt es Mikrotransaktionen in den Spielen nicht? Sprich, gibt es Bezahlinhalte? Erst hieß es ja, nur kosmetische. Dann hieß es nein. Dann hieß es wieder ja, dann hieß es wieder nein. Also ist noch unklar. Angeblich nur kosmetischer Natur, ja. Aber es wurde zum Schluss halt immer verneint. Sind wir mal gespannt, ob es so bleibt. Dann, ja, erweiterbar ist das Ganze noch mit DLCs natürlich, sonst gäbe es keinen Season Pass. Mit Stadtteile wie Brooklyn oder Central Park. Queens wurde auch schon erwähnt. Ja, Leute. Und das war's erstmal hier von meiner Seite. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Die ganzen Infos, lasst die erstmal sacken. Ja, ihr könnt ja nochmal die verschiedenen Bereiche euch angucken mit Skills, Talenten und so weiter. Ja. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, ich darf von der Beta berichten. Ja. Denkt dran, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, unten drunter, wie gesagt, die Links zum der kostengünstigen Variante und damit supportet ihr mir gleich. Ihr mich gleich. Ihr mir gleich? Ja, ihr mir gleich. Ja, ne? Dadurch supportet ihr mich, kriege ich ein bisschen was für und dann kann ich euch auch weiterhin immer von den neuesten Games berichten. Jo! Das war's mal wieder für heute. In diesem Sinne, habe die Erde. Wir sehen uns. Tschüss! So Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Habe die Erde. Tschüss. Stay there and cook.